Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoints. Hier auch heute dabei Ballerburger und Dr. Disco. Ui. So, unser Helikopter ist abgestürzt, dank meiner Wenigkeit. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir einen zweiten fahrbaren Untersatz hier finden. Andernfalls müssen wir laufen, 2 Kilometer. Es regnet, es ist glatt. Zieht euch festes Schuhwerk an. Ja, aber normalerweise da unten einen Heliparat bei dem. Nein, da stand auch vorhin einer. Oder haben wir den mitgenommen? Den haben wir doch gerade genommen. Das ist nicht gut. Ah, komm, dann laufen wir das Stück. Voll sein. Gucken wir, ob da oben Karawan ist. Andernfalls fahren wir per Anhalter. So ein E-Auto hier, das würde ich gerne mal fahren. Diese Smart-Dingen hier. Wie so ein Clown-Auto. Da passen bestimmt 20 Leute rein. Kannst du nicht fahren. Hallöchen. Kommen wir der Sache doch schon näher. So, Uwe, ans Geschütz mit dir. Er will wieder nicht, ne? Kofferraum. Ist egal, dann sitze ich auf dem Kofferraum. Drück mal C. Geht nicht, wa? Schade aber. Der rutscht dir nur auf den Sitzen hin und her. Juhu! Was war das? Fährst du denn wieder hin, ey? Hell, it's my way. Vielleicht geht's weder vor noch zurück. Jetzt. Kofferraum! Warte auf mir! Oh oh. Mach einen Kopf zu, mach einen Kopf zu, habe ich gesagt. Komm her jetzt. Wenn wir kommen. Ach, da ist ein Stein im Weg, habe ich gar nicht gesehen. Oh, da macht die Augen auf. Oh, die Karre ist gleich im Arsch. Jetzt fährt er mich hier im Baum fest. Aber wie ich dich festgefahren habe, ne? Da geht's weder vor noch zurück. Uwe, aus dem Weg. So. Hier geht's sowieso nicht mehr weiter. Hier geht's. Ach, hier ist Wasser. Wir müssen doch jetzt nicht ernsthaft rüber schwimmen, ne? Vor sowas hätte ich ja richtig Panik. Stell dir mal vor, du gehst da schwimmen über die Reichweite und auf einmal kriegst du so einen Krampf im kleinen Zeh. Und dann merkst du schon, wie der fiese Poseidon euch dich da runterzieht. Das ist Führers Parkinson. Seidolf. Kommen wir hier hoch? Nee, wa? Alter. Die haben sich schon da was dabei gedacht, dass das Ding so hoch ist. Ja, jetzt eine Leiter. Ja. Da vorne, da gibt es was. Da können wir sogar hoch. Ja. Kriegstreiber. Ein ganz mieses Gefühl bei dieser Basis. Ich auch. Ist so ruhig. Oh. Großes Bum-Bum. Du müsst ja normalerweise im Behemoth sein. Echt? Hey, hier ist so, hier nicht hoch. Hier gibt's keine Leiter. Hier ist die Basis, wo wir Walker erledigt haben. Ist das die? Ja, eben. Soll ich denn hier hochkommen? Hier, da. Hier aufs Boot!
Ich hab was. Bin ich oben. Muss mal an Land gehen hier. Boden küssen. Wie der Papst, weißt du? Heute ist Anstich. Schon du übel sein. Wieder, du hörst richtig, wie das Fleisch reißt. Noch nie Schaschlik geschnitten? Ist das gleiche Geräusch. Wenn das Messer schön scharf ist, hörst du das. Hier ist echt ganz schön wenig los, weißt du das? Oh, ich kann Strom ausschalten, ne? Wolltest du mal was fliegen lassen? Hier ist doch bestimmt was Großes anwesend. Nein, 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 nein. Glaube ich doch jetzt nicht. Er hat nicht Bescheid gegeben, will er mich verarschen? Nee, oder? Wir haben keinen Alarm? Oh, hier rattert was. Ich höre was rattern. Ja, der Behemoth ist hier. Daddy wartet erst, Akinov. Den holen wir uns gleich. Oh, was ist das hier für ein Zaun? Wie soll ich denn da reinklettern? Oh, hier sind Unsichtbare. Und wir sehen. Der Große hat gerade. Er ist wach geworden. Ja, ja. Das Kätzchen schnurrt gerade. Piu! Flog die Birne weg. Da kommst du nicht weiter. Doch, doch, der ist nur von drei Seiten eingezäunt. Das ist in jedem Spiel so. Schon drin. Aber ich glaube, wir brauchen hier. Wir brauchen den Typen, um den. Hab ich doch schon. Nehmen wir den Typen jetzt mit, dann mache ich die Tür auf. Und wenn ich drinne bin, piekse ich den. Ist doch ganz einfach. Lalalala. Kann aber auch sein, dass ich hier nur hacken muss. Ja, Hackvorgang läuft. Einen Moment. Drück mal hier aufs Knöpfchen. Rakete sabotiert. Die wird niemand mehr starten können. So, bevor wir den da jetzt. Warte, Uwe. Wir müssen an den Großen vorbei, wa? Ich will den pieksen, warte mal. Lauf mal außen rum, Uwe. Wer weiß, was Sache ist, warte mal. Lass den mal näher. Ich habe eine Idee. So eine KI, die ist ja doof. Komm mal rüber hier. Lock dich jetzt hier hin, bis ich dich pieksen kann. Der guckt jetzt. Komm, fahr nur um. Das wär's jetzt noch, ne? Der müsste dich jetzt rädern, so richtig. Da komm näher. Wenn mach das jetzt klappt, ne? Ist doof, pass auf. Der soll nur näher kommen. Komm zu mir. Warte, lass ihn. Den will ich pieksen. Nein, nicht Uwe. Nicht schießen. Lass den kommen. Der ist jetzt sowieso dahinter. Du gehörst mir, Kollege. Ich sollte ihn durchsuchen. Eine Audio. So, lass es krachen. Der Große hat Bock. Bowman Nomad hier. Akinov ist tot. Die Rakete wurde neutralisiert. Dann war es wohl nicht möglich, ihn lebend zu nehmen. Oh.
Sturmtrupp hatte eine Audioaufnahme bei sich. Aua! Übertreib! Da kommt einer angelaufen! Ach, und der platt gefahren worden. Oleich! Oleich! Hab ich's ja gekriegt! Ich bin tot! Oh nein. Ganz knicke, da kommt schon wieder Helikopter. Die fahren hier große Geschütze auf, weißt du das? Richtig große. Oh, das Ding ist Fratze, wa? So lobe ich mir das. Dann hol mal einen ganz großen Spachtel. Ich habe mich nämlich gerade ein bisschen festgehakt. Wie viele Leute sind denn hier? Ja, sag ich ja. Die sind jetzt alle wach geworden. Weil die gemerkt haben, dass wir zum Stich gekommen sind. Ganze KI einfach ausgetrickst. Ganze KI erzählen. Kommen die denn alle hier? Ja, bleib mal da, wo du bist, Uwe. Das glaube ich besser. Komm, die räuchern wir noch alle auf. Dann passt das. Kommt schon wieder ein Helikopter. Noch 8 Sekunden, Uwe. Halt noch still. Neuer Einsatz. So, respawn. Spaghet, Baby. Ernsthaft jetzt? Jetzt darf ich nochmal komplett rüberschwimmen. So, habt ihr geklärt? Da geht die Post ab. Kommt schon wieder ein Helikopter angeflogen. Egal. Uwe hasst Helikopter. Genau. Da kommen ja noch welche. Und ja genug Ziele hier. Zack. Ho, 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 ho. Und runter mit dem Hintern. Das hat gewimst. Das ganze Lager schon tot gemacht? Ja. Mhm. Ist ja ein Ding. Können wir noch ein paar Items einsammeln. Hier gibt es noch ein paar große Chips. Sprengsatz. Legendären Loot und sonst nur Schrott, aber Munition gibt's hier. Geile Sache. So. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen Panzer fahren, wa? Das kann spannend werden. So, meine Freunde, leider endet unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Ghost Recon Breakpoint. Es bleibt spannend. Bis die Tage.